Claudia, erinnerst du dich noch? Mace, der Marine Grazer, das ist der, den man an die Scheibe klebt und den die Fische wirklich gerne fressen. Und das ist auch der Einstieg für unseren Beitrag an dem Stand der Firma Vitalis. Freundlicherweise kriegen wir jetzt ein Interview mit Tom, das ist der Direktor. Hallo Tom. Hallo. Hallo. Good to meet you. Thank you very much for your time. You know, my English is not the best. We have help with Florian. Vitalis ist eine sehr große Firma. Ich gehe jetzt zur Übersetzung. One moment. Die weltweit Großaquarien betreut, was Futter angeht. Florian, frag ihn mal, was zeichnet euch aus in der Hinsicht? Ihr macht ja Futter auch für ganz andere Anforderungen als jetzt für den Heimaquarianermarkt, wobei natürlich der Heimaquarianermarkt von eurer Erfahrung auf den großen Anlagen profitiert. So, Tom, what makes Vitalis so different? Okay, so we make our food in a very different way. So the big principles and differences between us and most other foods on the market is firstly the quality of the ingredients and type of ingredients that we use. So we use things like shrimp, squid, mussel, fish meal. We have our own blend of fish oils made. And these are mostly human food grade, so they are good enough to eat for humans, and they're very digestible by the fish. Okay, ich habe es soweit verstanden. Okay. Was die Inhaltsstoffe betrifft, ich glaube, die müssen wir die übersetzen. Nein, Fischmehl, Fischöl, ich glaube Muscheln. Aber er sagt kurz zu den Inhaltsstoffen. Also es ist so, dass nur ausgewählte Inhaltsstoffe hier eingesetzt werden. Die hier eben jetzt zu sehen sind, unter anderem Shrimps, Muschel, Tintenfisch, Fischmehl, was aus ganzen Fischen hergestellt wird, nicht nur aus der Karkasse. Das Fischöl ist ein besonderes, weil das speziell auf die tropischen Fische abgestimmt ist, was die Omega-Fettsäuren betrifft. Ja. Und darüber hinaus wird das Ganze im Kaltextruderverfahren hergestellt, in England, in der Firma. Und das ist so der Riesenunterschied zu vielen anderen Futtermitteln, die am Markt da sind, weil das Futter sehr durch dieses Kaltextruderverfahren recht weich ist. Richtig, das kennt man vom Grazer. Der ist nicht hart und wird auch nicht hart, sondern hat immer so eine leichte Konsistenz, deshalb klebt er auch. Genau. Genau. Wie ist das so, wenn ihr so riesige Zoos macht? Der kriegt ja wahrscheinlich ein Feedback von den Kuratoren aus diesen Zoos. Fließt das in eure Arbeit ein? So, when you're delivering the big public aquariums, yeah. Robert is asking, what is so important for the curators for choosing your food? Okay, so the second part of why it's so different and the reason that we can feed public aquariums as well is when we have all of these ingredients that we've just spent a lot of money on and have very high quality, we don't want to bake them or cook the nutrition out. So we actually make our own machines to be able to make the pellets without using steam or heat. This keeps the nutrition intact, and it also produces a food that has binders on it which will lock when they hit the water, and this means that you don't get leaching. So compared to frozen food with the public aquariums where they have lots of liquid coming out of the food and giving them problems with filters, then our food doesn't do that and it gets a lot of nutrition into the fish without polluting the water. Jetzt haben wir eine richtige Menge zu übersetzen. Grobe Zusammenfassung ist natürlich... In grobe Zusammenfassung, was gerade schon angesprochen wurde, das Futter auf einer Seite wird halt in einem Kaltexruderverfahren hergestellt. Es wird halt nicht gebacken oder groß mit Hitze versehen und dadurch bleiben die Inhaltsstoffe von Natur aus schon im Futter drin, werden also im wahrsten Sinne nicht verheizt. Okay. Und durch diese sehr weichen Pellets
das führt im Grunde dazu, dass gleichzeitig auch eine sehr hohe Verdaulichkeit beim Fressvorgang stattfindet. Dadurch hat das Futter eine sehr hohe Aufnahmequote, es bleibt sehr viel vom Futter im Fisch, bedeutet, dass dadurch eben auch weniger ausgeschieden wird, weniger Detritus und auch eine vernünftige Wasserqualität sichergestellt werden kann. Und das sind so Punkte, die für große Aquarien natürlich wichtig sind, weil es auf der einen Seite bedeutet, okay, ich muss nicht ganz so viel füttern, weil viel halt ankommt und natürlich man unter Umständen auch ein bisschen weniger Arbeit hat, was die Beckenpflege an sich betrifft. Okay, ja, das leuchtet mir absolut ein. Kann ich auch vollkommen verstehen. Das heißt nicht nur, weil viel gefressen wird, dass es gut ist, sondern wenn weniger gefressen wird und der Fisch satt ist, ist es besser. Kann man so sagen. Gut. Ich habe aber gesehen, ihr habt auch ein spezielles Futter für die allgemeine Beckenbiologie, Korallen, für kleine, ich sag mal, für kleine Fangarme im Aquarium. Das ist das Vitalis Mixed Reef Food. Habt ihr auch schon länger? Weißt du, I pass over to Tom, ja? Robert just asking about Mixed Reef Food. Yeah. Yes. He recognized standing there. And what is so unique for the Mixed Reef Food? Okay, so the Mixed Reef Food, the way we make it is actually we make a big flake and then we micronize it down, which means that you get a complete food in each small particle of food. So we micronize it to around about between 200 and 800 microns. So it's a very fine powder, and this is a combined food. We used to do an SPS and a soft coral food separately, but this is a combined food that covers all the different species. And it should make the polyps on the corals extend, and then they can consume the particle. But unlike other foods on the market, it's not just one or two ingredients. This is a complete food, so we can put minerals in there for the corals. We can make a complete nutrition for them. And this is very a very good way of getting that into them. Okay. So, das Mixed Reef Food wird zunächst mal als Flocke hergestellt, ja, und es werden alle Inhaltsstoffe mit rein gepackt, wenn man so will. Die erkennt und die weg sind. Die Korallen auch vernünftig versorgen. Und diese Flocken werden dann halt zerkleinert, dass man ca. 200 Mikrometer Partikelgröße hat und dadurch werden die kleinpolypigen Korallen versorgt. Ja, also alle, die Futter fangen können und natürlich in dieser Feinheit, speziell die kleinsten Fangwerkzeuge haben sozusagen. Also ist tatsächlich für ein reines Korallenfutter, was auf Grundlage der großen Flakes basiert, genau, was die Inhaltsstoffe angeht. Man mixt es dann an, quasi mit ein bisschen Beckenwasser, rührt um und gibt es in die Wassersäule rein. Ne? Sollte man auch immer nicht ganz so viel reintun, weil es doch viel mehr ist, als man immer denkt. Gut, ich sehe gerade, unsere Kamera fängt auch ein bisschen, dass man halt auch mal sieht, was ist Vitalis. Vitalis ist ein Big, was sagt man, Firma? Big Company? Genau, Big Company, was die Produktion bei euch betrifft. Also wer da Interesse hat, kann auf der Vitalis-Seite bestimmt gucken. Wir haben ein ganz tolles Video gemacht. Ich hoffe, dass es auf der Seite ist. Wenn nicht, den Link bringen wir bei. Gut, okay. Kriegen wir hin. Yes, thank you very much. No problem. Thank you very much, Tom. Thank you. Ciao, ciao. Ciao. The German visitors, ne? No?